Diese Halbfinalserie hat es absolut in sich. Die Aussies von Gmunden und die Flyers Wels schenken sich nichts und auch dieses dritte Duell ist intensiv und spannend. Die Fans kommen also wieder voll auf ihre Kosten. Wels mit dem besseren Start, Gidra mit einem Dreier. Das Spiel zunächst ausgeglichen, wobei Benedikt Güttel heraussticht. Von den ersten 13 Punkten für die Schwäne gehen 11 auf das Konto des 29-Jährigen, der am Ende auch der Topscorer der Gmundner sein wird. Die Stimmung im Raiffeisen Sportpark schon finalwürdig. Die Anspannung in der Halle kann diesbezüglich ebenfalls mithalten. Gmunden kann den Vorsprung auf plus 7 ausbauen. Auch Zachary Charles, auch er von außerhalb. Nach dem ersten Viertel steht es 24-21. Der folgende Abschnitt gehört ebenfalls den Schwänen, die kontinuierlich Punkte sammeln. Wieder ist es Güttel, der nicht zu stoppen ist und den Korb macht. Weiter geht's, Daniel Friedrich und Jurald King, das Zuspiel, der Abschluss perfekt. Und auch Anton Miroljubov ist begeistert. Zur Pause führen die Swans mit 44-33, also plus 11. Nach dem Seitenwechsel ist aber plötzlich Wels wieder voll im Geschäft. Immer wenn man glaubt, die Schwäne haben die Flyers im Griff, zeigen die Gäste eine unglaubliche Comeback-Mentalität. Ein 8-Punkte-Run und sie sind wieder mittendrin, statt nur dabei. Die Welser können wenig später sogar ausgleichen. Der Gmundner Coach nimmt deshalb auch ein Timeout. Und so findet Gmunden wieder in die Spur. Green mit 2 Dreiern und Ogunley sowie Friedrich nach Steals mit jeweils 2 Punkten können den Vorsprung wieder auf plus 11 ausbauen. Die Welser geben sich aber noch nicht geschlagen. Zum wiederholten Male kommen sie punktetechnisch ran. Allen mit dem nächsten Dreier. In der Schlussphase machen die Swans aber dann den Sack endgültig zu. Das dritte Halbfinalspiel geht mit 81-71 an die Gmundner Schwäne, die gesamt auf 2-1 stellen. Natürlich zufrieden, dass wir heute gewonnen haben und das war nicht so knapp wie die ersten zwei Spiele. Haben wieder alles in die Waagschale geworfen gegen wirklich ein absolutes Spitzenteam. Ich glaube, Gmunden muss viel mehr kämpfen als erwartet. Wir haben leider in der Overtime im letzten Spiel es nicht geschafft, auf 2-0 zu stellen. Wenn wir weiterleben wollen, müssen wir am Sonntag gewinnen. Nach Spiel 3 ist vor Spiel 4. Noch ist nichts entschieden. Es wird wieder kein einfaches Spiel. Sie sind nun kurz vor dem Aus. Das kann gefährlich werden. Wir müssen die Chancen nützen und 40 Minuten hart arbeiten. Mit dem BC Vienna steht der erste Finalist schon fest. Für die Swans folgt jetzt einmal Spiel Nummer 4 und wenn nötig am Donnerstag, 18. Mai, Spiel 5 wieder in Gmunden.